you can't take it back, no. I've got so much left to say, but moin moin Zuschauer und herzlich willkommen zu Rocket League. Manche fragen sich wahrscheinlich, was ist das? Ich habe es mich auch gefragt, als ich das beim Twitch-Livestream gesehen habe. Es ist eine Neuerscheinung von dem alten Spiel. Hier steht es, eine Fortsetzung von Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Okay, langes Wort, aber das Spiel, ich habe es ausprobiert. Kostet 20 Euro im Steam Store und macht ordentlich Laune. Was leider momentan nicht geht, ist das Online-Spielen. Ihr seht, kein Server verfügbar, es ist gerade nämlich offline. Aber macht nichts. Ich bin in einer Season mit unserem schönen Featured Place Team und da machen wir jetzt mal ein Match. Ich befinde mich momentan auf dem ersten Platz. Wir spielen jetzt gegen die Pioneers. Die sind auf dem vorletzten. Das dürfte ein Safe... Ne, was für... Ach, jetzt geht bis zum 10. Entschuldigung. Dürfte ein Safe Win sein. Schauen wir mal rein. Das Coole an diesem Spiel ist, du kannst deinen eigenen Wagen zusammenstellen. Du kannst vieles selber gestalten. Du kannst mit an der Entwicklung noch arbeiten. Ne? Also du kriegst hier Formulare. So, nicht Formulare. Kannst so Feedback senden, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und das ist ganz cool. Ja, ich habe mir meinen Wagen hier schon zusammengestellt. Bin erst Level 4, also ich habe noch nicht so viel an Sachen, die ich machen kann. Nein. Boah. Ja, das Spiel ist witzig für zwischendurch und vor allen Dingen, wenn man es mit Freunden spielt, ist es sehr cool. Leider habe ich keine Freunde, die es spielen, aber ich habe es vorhin im Livestream gesehen, dass es sehr attraktiv ist, im Mehrspieler zu spielen. Das muss doch ein Safe-Tor sein. Da fieberst du richtig mit bei dem Spiel, das Summer. Ja, wer Bock hat und das Spiel auch hat, kann mich gerne anschreiben. Ich nehme gerne eine Runde mit ihm zusammen auf. Das Spiel macht Urbock. Und ich werde natürlich auch noch eine Folge aus dem Online-Modus zeigen, sobald die Server wieder online sind. Das dürfte ein Tor sein. Oh mein Gott, Bitches. Die Grafik ist auch wunderschön, also... Nein. Ja, ich spiele jetzt hier mit den Computern zusammen. Ja, das ist nicht ganz so schön, also. Obwohl eigentlich, sie spielen schon mal ganz gute Pässe, aber. Ja, ich glaube im Online-Modus dürfte es noch schlechter sein. So. Das Lustige ist, rückwärts ist man genauso schnell wie vorwärts. Solange man nicht den Boost benutzt. So, meine Freunde, ich hatte ja jetzt letztes Geburtstag und bald habe ich endlich einen Führerschein. Am 14. ist es soweit, da habe ich meine Fahrprüfung. Oh, Leute, ich freue mich schon so. Nils und Moritz sind ja momentan im Urlaub, deswegen es kommen auch deswegen ein paar wenige Videos momentan. Ich versuche das natürlich zu ändern, aber ich habe natürlich auch Ferien und will die Zeit auch für mich selbst nutzen, um ein bisschen Spaß zu haben und nicht nur alles in YouTube reinstopfen. Warum ist das jetzt mein Tor, frage ich mich. Okay, scheißegal. Ach, weil ich den letzten Ballkontakt hatte. Ach so, ist das. Ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall im Online-Modus ist. Muss geil sein. Ich will es gerne mal im Online-Modus spielen. Aber die sind ja offline. Auf die Server. Oh. Vor allem mit der Steuerung. Das finde ich lustig gemacht. Du kannst hier richtig tackeln und auch Fallrückzieher machen. Das ist lustig. Oh, Merlin. Schön. Der dürfte. Nein! Wie knapp war der denn?
Oh. Nein, lass ihn! Warum? Der war doch safe drin. Jetzt komm, Stuart. Oh mein Gott. Und ich weiß gar nicht, ob er Stuart heißt. Nee, Stinger. Okay, Boost geht nur nach vorne, habe ich gerade gemerkt. Oh mein Gott. Nein. Gib Gas. Man kann natürlich ja auch mal die Kamera ausmachen, dass sie nicht die ganze Zeit auf dem Ball ist, weil es ein bisschen Brainfuck ist, aber es ist viel übersichtlicher, dann weiß man auch, wo der scheiße Ball ist. So, Torhüter, Justin! Boah, habt ihr das gesehen? Da ist die Rettung. Ist auf jeden Fall sehr lustig, ist zu empfehlen, das Spiel. Vor allen Dingen, wenn man mal, auch wie ich jetzt mal in den Ferien nicht weiß, was man machen soll, weil man vielleicht zu viel Zeit hat, ist das eine gute... Oh! Eine gute... wie soll man es nennen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, war das schlecht. Da kam ihn nicht mehr ran. Egal, er verschießt. Und das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich dachte auch vorhin im Livestream, das ist hammer einfach. Ist es nicht. Das ist echt schon hart kompliziert. Der dürfte. Jawohl. Haha. Es macht unheimlich Spaß, wirklich. Also wie gesagt, ne, wer Bock hat und es auch hat, schreibt mich bitte an. Ich bin gern dabei bei einer Runde. Na, ist schon wieder zu hoch. Aber es sieht eigentlich so aus, als hätten wir es gewonnen. Ja, sicher. One, one. Yo, gewonnen. Perfekt. Dann haben wir ihn jetzt freigeschaltet, den Hotshot. Nee, gucken wir uns gleich mal in der Garage an. Ich zeige euch mal ein bisschen hier sowas. So. Also. Jetzt könnt ihr in die Garage gehen. Eure Fahrzeuge bearbeiten. So, der Hotshot. Wie sieht der denn aus? Nee. Da ist mein Breakout-Wagen schon noch geiler. Es gibt noch ein paar Wagen. Ich habe schon fast alle durch. Das gibt's ja gar nicht. Aber hier gibt's noch ganz viel freizuschalten. Wollte schon sagen, ey. So, da haben wir auch Training Extras. Statistiken. Was haben wir denn hier? Siege. Ach so, bla bla. Okay. Ist interessant. Also ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, Leute. Tschüssi.